Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play History und diesem kleinen Wohlfühl-Let's Play mit Tropico 6. Jawohl, so sieht's aus. Ich sehe gerade hier diese roten Bäume. Sind wir etwa im Herbst? Womöglich. Womöglich sind wir im Herbst. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen, dass wir so viele... Nein, es muss ja der Herbst sein. Die sind ja überall hier, diese braun-roten Bäume. Ja, wir sind zurück in Tropico und ich habe richtig Bock. In den Kommentaren hat schon jemand geschrieben, ich solle doch jetzt endlich mal hier Revolutionäre ansammeln, damit wir ins nächste Zeitalter kommen, aber das widerspricht ja meiner ausgegebenen Agenda. Das will ich nämlich gerade nicht tun. Ich möchte die jeweiligen Epochen voll auskosten und ja, also ich halte das für Unsinn, sagen wir mal, auf einer halb leeren Insel quasi davon auszugehen, dass hier eine, ja, Tropenrepublik, hätte ich jetzt fast gesagt, aber wir sind ja noch in der Kolonie, betrieben würde und ja, so eingeschränkt bleiben würde. Also ich denke, wir werden hier noch einiges tun, bevor wir dann weitergehen in das nächste Zeitalter. Darauf müsst ihr euch gefasst machen, dass es hier nicht einfach so weitergehen wird. Ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben angefangen, Luxusvillen zu bauen. Hier zum Beispiel eine. Da wohnt momentan aber noch niemand. Das ist aber quasi rollenspielerisch gedacht als Besitzer hier, quasi Großgrundbesitzer der umliegenden Plantagen und vielleicht auch der Rumbrennerei hier und dergleichen mehr. Außerdem haben wir hier eine Zeitung errichtet. Die Diaria de Tropico. Aus dem einfachen Grund, dass hier momentan ja sehr viele Leute leben im Umfeld. Und weil das doch auch ein sehr, ja, repräsentatives Gebäude ist, das eben diesem kolonialistischen Stile entspricht. Gut. Wir haben außerdem hier die nächste Villa in Bau gegeben. Da sind auch gerade schon Bauarbeiter da. Ich kann auch die Zeit ja mal weiterlaufen lassen. Und dann können wir, denke ich, bald damit beginnen, darüber nachzudenken, wie denn dieses Stadtzentrum hier gestaltet werden soll. Das ist ja interessant hier. Was ist das denn? Wie kommt das hier her? Sind hier... Ach, das ist bestimmt vom chinesischen Neujahr, ja. Das sind hier so Lampignons. Interessant, hier auch. Okay. Und Halloween lag wahrscheinlich alles voller Kürbisse. Ja, doch, ich erinnere mich vom Steinwallen-Let's Play. Da waren irgendwie die Parks plötzlich alle mit riesigen Kürbissen überfüllt. Und ja, jetzt ist hier unsere zweite Luxusvilla fertig geworden. Mal gespannt, ob da Leute einziehen werden oder nicht. Wir können überhaupt mal schauen, bevor wir hier reingehen, in den Almanach. Wir haben 17 obdachlose Bürger, davon sind 10 arm. Und wie wir wissen, arme Menschen ziehen nicht in Landhäuser ein, auch wenn das irgendwie sinnvoller wäre, weil das ja auch quasi sich ein bisschen selber mit Nahrung versorgt. Nein, die ziehen in Baracken. Also sollten wir noch ein paar Baracken bauen, würde ich sagen. Zum Beispiel hier beim Kerker und der Kohlemine ist es, glaube ich, ja. Könnte das doch ganz gut hier reinpassen. Oder lieber hier drüben an diesen Hang. Ja, vielleicht lieber hier drüben an diesen Hang. Jetzt überlege ich gerade, hatten wir hier in der näheren Umgebung schon einen Laden? Nein, es gibt hier einen Laden. Aber hier gibt es keinen Laden. Dann sollten wir vielleicht auch hier noch einen Laden bauen. Wie ist es denn mit einer Taverne? Haben wir hier eine Taverne in der Nähe? Ja, die Taverne hatten wir hier reingebaut. Oh, die ist auch sehr gut besucht, beziehungsweise die sind hier irgendwie unterwegs. Ja, hervorragend. Das gefällt mir ganz gut. Wo
Zirkus passt meiner Meinung nach hier nicht so richtig rein. Ich hoffe darauf, dass Theater und Opernhaus als nächstes freigeschaltet werden. Das Vor, es steht auch noch hier zur Debatte. Tja, wir haben die Parks. Ansonsten haben wir alle Gebäude bis auf das Lager gebaut. Und die Anlegestelle haben wir, glaube ich, auch noch nicht gebaut. Die Gerberei haben wir oben neben der Rumfabrik oder Destillerie. Kleiner Laden, ja, das Vor und die anderen beiden noch. Und die Parks. Wir haben noch keine Parks gebaut. Man könnte darüber nachdenken, wenn wir sagen, dass das tatsächlich hier unser Stadtzentrum bleiben soll, könnten wir anfangen, hier einen zentralen Markt zu bauen. Ein Plaza Mayor oder Plaza Central. Sowas Repräsentatives hat es ja durchaus gegeben. Und hier fehlt es mal wieder an Baumstämmen, die hier nicht rangeliefert werden. Sie haben das Richtige getan. Ja. Sprich, was auch immer die Krone will. Tee. So sieht's aus. Wir verlängern die Mandatszeit um 3 Jahre. Okay, jetzt wird hier noch gefordert, wir sollen eine Taverne bauen. Und das würde uns eine neue Blaupause bescheren. Hier haben wir eine, da arbeiten aber nicht so viele Leute. Deswegen können hier auch nicht so viele Gäste herkommen. Und wir haben die hier. Hatten wir nicht am Hafen auch eine gebaut? Ja, tatsächlich, aber da arbeitet überhaupt nur eine. Könnten wir denn noch eine bauen? Hier ist auch noch eine. Pass mal auf, dann werden wir die abreißen. Dann werden wir irgendwo hier in diesem Bereich vielleicht einfach noch eine neue bauen. Ich bin am Überlegen. Oder hier. Hier kommen ja auch sehr viele Menschen vorbei. Das wäre doch ein passender Ort für eine Taverne. Leider passt sie hier nicht hin. Man könnte sie hier nebenan, neben das Feld stellen. Oder auf diese Seite, quasi an den Hang mit Blick hinunter, dass man quasi hier so Sitzgelegenheiten an den Hang baut. Ja, das passt mir ganz gut. Das finde ich hübsch. Dann bleiben wir hier mal. Strafkolonie hat Level 2 erreicht. Schauen wir mal, was das bedeutet. Erhöht die... Ach nee, doch, hat Stufe 2 erreicht. Erhöht die Einwanderungsrate um 60%. Kriminalität bleibt aber gleich. Und kostet 300 monatlich. Stadtentwicklung, Bootswartung, Touristenhilfen, Hafenanlagen. Erhöht die Unterhaltskosten. Kostet 2500 im Monat. Boote, Frachter. Ja. Hafenanlage wäre natürlich schon ganz gut. Und Boote und Frachter. Ja, machen wir das ruhig mal. Ich suche immer nach neuen Wegen, um unser Exportgeschäft effizienter zu machen. Und das größte Problem ist, dass die großen Schiffe so langsam sind. Wir könnten noch ein paar Knoten aus jedem Schiff herausquetschen, indem wir den Rumpf wachsen, um den Widerstand zu verringern und die Dieselmotoren umdrehen. Die Instandhaltung wird etwas mehr kosten, aber höhere Geschwindigkeit bedeutet mehr Exporteinnahmen. So sieht's aus. Wir erlassen die Verordnung. Damit haben wir jetzt 2 Verordnungen in Kraft. Ich denke, wir könnten darüber nachdenken, die Strafkolonie mal auszusetzen. 2 Arbeitslose, 15 Obdachlose. Kann man denn sehen, wo die sich aufhalten? Wir haben 31 leerstehende Wohnungen. Problem ist, die meisten sind für gut situierte. Das sind die Landhäuser. Und ja, Baracken sind aber auch noch frei. 2 Ungebildete. Ja, und es gibt nur für Ungebildete auch Arbeitsplätze. Dann sollten wir vielleicht nochmal einen Überfall organisieren, und zwar viele retten. Dann lass uns das doch mal in die Wege leiten. So,
Wo bleiben denn die guten Bauarbeiter? Da sind wohl zwei auf dem Weg. Können wir das sehen? Oh ja, die sind sehr weit weg. Die kommen hier vom Hafen rüber. Und wie ich sehen muss, ist hier immer noch kein Holz. Also, das bedeutet für mich... die zweite Schicht können wir erst später einführen, dass wir eventuell noch ein weiteres Transportbüro hier benötigen. Fleisch ist nicht mehr im Trend, sehe ich gerade. Na gut, und hier wird auch diese Mission besucht, beziehungsweise die Kapelle. Ach ja, und vielleicht haben die Bäume auch damit zu tun, mit dem chinesischen Neujahrsfest? Ich weiß es nicht. Womöglich, nicht wahr? Wie ist das hier? Die stehen zum Teil frei. Ja, also... Na, sie füllen sich langsam, kann man sagen. Hier ist noch eine komplett frei. So, die Taverne ist fertig. Unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Wir holen uns eine weitere Blaupause und das war die für das Theater. Und das kann doch hier zu unserem zentralen Platz gebaut werden. Das Theater. Schauen wir uns das mal an. Teatro Tropico. Ja, das sieht hübsch aus. Da können Leute sitzen außen. Und es gibt ein bisschen Park drumherum. Jetzt ist die Frage, wo genau wir das platzieren. Hier würde es nicht reinpassen. Da müssten wir die Straße wegnehmen. Dann würde es gehen allerdings. Das könnten wir ja tun. Wir könnten die Straße hier unten lang führen. Das wäre jetzt kein großes Problem. Dann lasst uns das doch mal machen. Ich reiße die Straße hier ab. Oh, ist komplett verschwunden jetzt. Auch gut. Und baue ein Theater hierher. Sehr schön. Das gefällt mir. Wir sind ein bisschen in den Miesen gerade, aber es wird ja sicherlich bald der nächste Frachter kommen. Die sind ja jetzt ein bisschen schneller durch. Gouverneur, oh. Mehr. Immer mehr. Na los, die Krone verlangt danach. Eine Exporthandelsroute möchte der König mal wieder. Und da schauen wir doch mal rein in den Handel. Und zwar wollen wir Export anschauen. Wir gucken erstmal, was läuft denn hier noch. Milch läuft immer noch. Ja, wird dran gearbeitet. Zucker dürfte bald fertig sein. Und Rum ebenfalls. Also da müssen wir jetzt nicht aktiv werden. Die sollten eigentlich bald abgeschlossen werden können. Jetzt gucke ich gerade mal. Haben wir denn Zucker freigegeben? Oh, Gold steigt im Preis massiv. Gummi auch. Haben wir aber nicht. Interessant. So, Zucker sollte zugelassen werden, wenn wir denn diese Handelsroute noch erledigen wollen, die wir hier am Laufen haben. Also 100 Zucker fehlt dann noch. Danach stellen wir den Export von Zucker wieder ein, damit wir den ausschließlich für die Brennerei benutzen können. Überfall abgeschlossen, Schatzjagd. 5000 Überfallpunkte haben wir bekommen und hier sehen wir schon die Rumfässer. Sehr, sehr schön. Da mache ich doch mal einen Screenshot für ein Thumbnail möglicherweise. Ja, das gefällt mir alles ganz gut. Wie ist denn das mit den Hütten? Wo finden wir die? Hier gibt es welche. Da waren aber deutlich mehr vorher. Hier drüben ist eine. Ah, okay. Wahrscheinlich sind die Landhäuser nicht besetzt. Nein. Also hier würde es... Aber sind noch Plätze frei in den Baracken? Was ist mit dir? Plantage, arm. Dann werde ich da mal zugreifen und das entfernen. Weil wir können bei der Forschung weitermachen. Arbeiter des Monats wurde abgeschlossen. Schön. Tja, also wir forschen einfach mal weiter. Warum nicht? Dann haben wir die Optionen für später schon mal zur Verfügung. Gummi ist jetzt ebenfalls im Aufwärtstrend.
Und das Theater ist in Bau. Wir sehen hier mal ein bisschen zu. Das ist auch gleich abgeschlossen. Ja, sehr schön. Das Teatro Tropico. Und wir haben Export Rum abgeschlossen. Auch das natürlich hervorragend. Wir können eine weitere Exportroute in Auftrag geben. Und warum nicht gleich mit Rum weitermachen? Oder mit Gold. Gold ist im Trend. Dann machen wir einen Vertrag über Goldexport. Ja, Sie gesagt, haben das Richtige getan. Ja. Sprich, was auch immer die Krone will. Genau. Das haben wir getan und bekommen eine Mandatsverlängerung für unsere Gouverneursherrschaft hier über Tropico. Sollten wir Arbeiter einstellen? Ich würde fast sagen, ja, wir holen uns mal ein paar. Gut. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Die wohnen im Landhaus. Das ist ja auch interessant. Dabei verdienen die sehr viel. Also das müssen die aber auch erst anhäufen, habe ich mir sagen lassen. Das dauert also ein bisschen. Und dann, tja, sollten wir darüber nachdenken, wie wir mit der Straßenführung weitermachen. Ob wir dieses Viereck hier zum Beispiel abreißen. Ich weiß es nicht. Was wir tun sollten, ist ein neues Transportbüro zu bauen. Ich möchte das da entfernen. Und dann ist natürlich die Frage, wohin? Wohin, wohin, wohin? Also hier gibt es eins. Ich würde sagen, hier so zentral würde das ganz gut passen. Dann nehmen wir das doch mal in Angriff. Transportbüro. Es könnte sogar hier reinpassen. So gedreht würde das gehen. Oder wir bauen es hier nebenan. Hm. Oder hier hinten. Neben die Mine. Hier gibt es übrigens sehr viele Hütten, sehe ich gerade. Ja, dann lass uns das tun. Hier ist auch noch Platz drin, aber vielleicht bauen wir auch noch mal eine weitere Baracke dazu. Jetzt hätte ich hier neben den Kerker möglicherweise. Oder hier ins Hinterland. Ja, oder hier. Hm. Schwer zu sagen. Davor passt sie nicht. Daneben quetschen möchte ich sie eigentlich ungern. Ja, dann bauen wir die hier noch mit an diese Straße ran. Drehen das Ganze so. Wunderbar. Ja, wir haben sehr viele Einnahmen gemacht mit unserem Frachter. 13 neue Einwohner gewonnen. Da können wir überhaupt mal wieder schauen. Wie sieht es denn aus? Es gibt nur einen Arbeitslosen. Pablo. Sie kommen mir bekannt vor. Arbeitslos. Wo ist er denn? Hier ist er. Macht nichts. Er steht da und wartet vielleicht, dass hier ein Job frei wird. Ich weiß es nicht. Möglicherweise. Nun gut, nun gut. Hier oben floriert unsere Holzwirtschaft, hoffe ich. Ja, das ist ganz gut. Hier gibt es überall... Oh, hier sind viele Hütten. Das ist nicht gut. Also hier sollten wir nochmal eine Baracke errichten. Machen wir mal gleich hier und dann fangen wir mal an, hier die Hütten abzureißen. Denn hier soll Holz gefällt werden. Die nehmen ja hier den ganzen Platz weg. Sowas aber auch. Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. Ja, eine weitere Kapelle möchten die Revolutionäre haben. Also wir sagen mal die Unabhängigkeitskämpfer hier. Denn mit der Revolution passt das ja eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so ganz zusammen, ne? So, diese Hütte mal abreißen in der Hoffnung, dass die Menschen in die freistehenden Baracken und Häuser einziehen. Wie ist das denn hier? Die ist voll. Hier wäre ein Platz frei. Hier nicht. Mehr Baracken gibt es hier auch
gar nicht, sehe ich gerade. Vielleicht sollte auch hier nochmal eine Baracke hin. Bei der Gerberei, nee, da möchte ja niemand wohnen. Bei dem Gestank bauen wir hier hinter den Laden. Ja, und dann müssen wir uns mal überlegen, wo bauen wir denn die nächste Kapelle hin? Wir haben eine in Nähe des Hafens und eine hier oben, die auch stark frequentiert sind, muss man mal sagen. Also, Kapelle. Dann wäre die vielleicht hier so mittendrin noch angesagt. Könnten sie hier hinter den Holzfäller versetzt errichten. Oder an der Straße würde natürlich auch passen, wäre jetzt nicht so verkehrt. Hier drüben vielleicht. Schwer zu sagen. Bauen wir sie hier hinten rein. Ja, hier entstehen auch Hütten. Das können wir unter unserer Herrschaft nicht dulden. Die Leute sollen in Häuser ziehen, gefälligst. Wenn sie keine haben, dann sollen sie in Hotels gehen. Oder so. Ja, hier wohnen tatsächlich Leute, ne? Das sind die Palastwachen. Zum Großteil. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit. Ja, wir sollen die nächste Exporthandelsroute erledigen, denn wir haben schon wieder eine abgeschlossen, sehe ich es richtig? Nicht Zuckergold. Nee, haben wir nicht. Handelsroute abgeschlossen. Zucker ist hier noch. Da fehlen noch 100 immer noch. Ja, Mitarbeiter des Monats. Da können wir mal reinschauen. Mitarbeiter in Minen- und Industriegebäuden arbeiten eine Doppelschicht. Jeder will mehr verdienen. Harte Arbeit ist eine Tugend. Wir sollten diese Ideen zusammenführen und eine Reihe von Prämien und Belohnungen für Arbeiter einführen, die Überstunden machen. Mit Überstunden meine ich natürlich die neue, reguläre Arbeitszeit, die mehr oder weniger dauerhaft ist. So sieht's aus. Wir erlassen die Verordnung. Das passt hier zu unserer kapitalistischen Kolonie, die wir natürlich schröpfen wollen für den König. Das ist ja klar. Und das Königreich. Was haben wir hier? Angestellte aus dem Theater. Ja. Interessant. Laughing Llama. Mucha suerte und Risas? Ich weiß es nicht genau. Interessant. Wird es denn auch gut besucht? Ja. Es ist halt relativ teuer hier. Gut situiert muss man sein. Dann lasst uns auch nochmal mit hier anfangen, diese Landhäuser jetzt zu ersetzen. Die möchte ich jetzt nach und nach abreißen. Dann bauen wir hier mal welche hin. Und hier oben passt doch noch eins ganz gut an diese Stelle. Und dann werden wir mal anfangen mit dem hier. Das ist sowieso nicht belegt. Und dann als nächstes das hier abreißen. Oder sollen wir gleich alle abreißen nochmal? Komm, wir reißen gleich alle ab. Auch das Transportbüro, auch wenn uns das jetzt kurzfristig natürlich etwas schadet. Und dann beginnen wir mal, wenn der nächste Frachter gekommen ist, hier mit der Planung des Plaza Mayor. Ich bin mal sehr gespannt, ob sich jetzt hier Hütten bilden oder wo die sich hinbegeben. Hier wohnt leider immer noch keiner. Was aber verständlich ist. Ja, das dauert noch. Und hier unten sind auch wieder Hütten entstanden. Die Baracken sind alle gut belegt. Dann sollten wir hier doch nochmal
irgendwie eine unterbringen. Vielleicht einfach hier so am... mit Meerblick. Dafür scheint es im Hafen ja ausreichend Wohnraum zu geben. Ich meine, wir haben hier 4 Baracken. Die sind aber auch gut belegt. Da können wir auch nochmal eine dazu bauen. Hier passt sie nicht. Wir könnten sie hier an die Kreuzung stellen. Ja, warum nicht? Und dann müssen wir auch diesen Weg, die Straße, die wir hier hatten, nochmal ziehen. Aber das können wir machen, wenn wir denn da beginnen mit der Arbeit. Was ist das? Ein Stein liegt da einfach in der Landschaft herum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Grafik schlechter geworden ist. Muss ich nochmal zwischen den Aufnahmen in die Einstellungen schauen. Und tatsächlich 17.000 haben wir hier gemacht. Viva la Revolution. Gouverneur, ja. Gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. So sieht's aus, Sophia. Wir bitten um eine weitere Blaupause und haben das Opernhaus freigeschaltet. Ja, hervorragend. Das passt doch jetzt sehr gut dazu. Aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis bald. Euer Jan und Viva la Revolution.